Motorsport Frühstück bei Peter Sterz, wie jedes Jahr zum Frühlingsanfang. Wunderschönes Wetter auch heute wieder, Peter. Schönen guten Morgen. Wie zufrieden bist du? Ja, also ich bin sehr zufrieden, dass wieder so viele Leute aus der Motorsportgemeinde gekommen sind und mit ihren verschiedenen Fahrzeugen. Und wirklich ganz toll, dass so viele wieder mitgemacht haben. Ganz viele haben geholfen und wir mussten noch ein paar Absagen hinnehmen, weil wir ja auch ein paar Unfälle bei dem VLN hatten. Aber alles ist gut, alle sind heil und wir sind sehr froh, dass sie alle da sind. Und das ist ja immer das Schöne und unter anderem ist der MSC Dünn auch dabei. Eri, was ist denn 2019 alles geplant bei euch? Ja, der MSC Dünn hatte ja schon das Motorsportfrühstück beim Autohaus Hildebrand. Dann ist das heute die Saisoneröffnung bei Peter Sterz. Und dann haben wir in 14 Tagen mit der Scuderia Solagon in Neuss unseren Automobilslalom Samstag und Sonntag. Und dann sind die Sachen des MSC Dünn für 2019 als Veranstaltungen erledigt. Aber jeder wird seine weiteren Motorsportaktivitäten dann vorantreiben. Aber leider nichts im Bergischen, ne? Im Bergischen nicht, weil das scheitert einfach daran, dass wir keine Örtlichkeit haben, um hier in der Nähe zum Beispiel einen Automobilslalom durchzuführen. Das ist natürlich schade, ne? Viele Interesse am Motorsport im Bergischen, aber es gibt nichts, was man im Bergischen machen kann, leider. Ja, also das liegt natürlich, wir haben ja ganz früher hier auf dem EKZ-Platz, ehemaliger, jetzt Rewe-Parkplatz, Rennen abfahren dürfen. Aber da ist Wasserschutzzone 2 und im Bergischen haben wir eben viele Talsperren und da hat der Umweltschutz natürlich hat da Vorrang. So ist es leider. So ist es leider, aber trotzdem, wir wollen mal heute auch nochmal sprechen mit Leuten, die heute hier vor Ort waren. Und wir haben mit einem Tim Müller angefangen, einem jungen, talentierten Kartfahrer. Ein junger, talentierter Kartfahrer bei uns aus Remscheid. Tim, wie lange fährst du schon Kart? Seitdem ich 5 Jahre alt bin, also seit 11 Jahren ungefähr. Und wenn ich mir das Kart hier so ansehe, ein wunderschönes Gefährt, aber Sicherheit, glaube ich, ist bei euch jetzt nicht so das wichtigste Thema, ne? Nee, also da ist wirklich nur, wir setzen uns ins Kart rein und Augen zu und durch. Wir haben nur einen Helm an, Rippenschutz und das war es eigentlich auch schon. Und in welcher Klasse fährst du? Ich fahre den Rotax Senioren. Ab 15 Jahren ist man schon Senior, was ich halt auch ein bisschen krass finde, aber ist halt so, ne? Und wo soll die Reise hingehen für dich? Was willst du noch erreichen? Also ich will natürlich so weit kommen wie möglich. Ich will schon Automobilsport kommen. Wenn ich 18 bin, will ich auf jeden Fall ins Auto steigen und das kann aber auch von bis gehen, zum Beispiel von Automobilsport, vom Einfachen, auch bis zum Formelauto. Ja, dann wünschen wir toi 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 mit deiner Karriere. Dankeschön. Also der Tim Müller, talentierter Kartfahrer. Und das ist ja interessant, was alles aus dem Motorsportbereich vorbeikommt, ne? Genau, richtig. Also das Kartfahren ist ja auch, was im MSC Dünn auch ein starker Faktor ist, einfach um die jungen Leute an den Motorsport heranzugewöhnen. Und das hat bei dem Tim jetzt super geklappt. Also der Vater ist ein bisschen motorsportaffin und so weiter. Und ja, der Opa fährt heute noch wild Golf, sage ich jetzt mal. Also liegt bei denen auch ein bisschen im Blut. Und man muss sagen, pfiffiges Kerlchen, denn der macht seine Sache sehr ordentlich. Wir freuen uns. Wir haben auch viele andere, die wir damit quasi von den kleinen Autos, Karts, in die großen Autos kriegen, um dann für den Nachwuchs einfach eine Begeisterung zu schaffen. Und da danken wir auch vielen Sponsoren, weil ist alles sehr kostenintensiv. Genau, sonst wäre das nicht möglich. Aber es war auch das Thema Motorradfahren dabei. Und wir haben mit der Manuela Christ mal gesprochen, einer jungen, talentierten Motorradfahrerin. Du hast mir gerade erzählt von Snowboard zu Motorradfahren. Wie kommt man dazu? Ja, genau. Also ich hatte eine relativ komplizierte Knieverletzung gehabt, konnte den Sport dann nicht mehr so ausüben, wie ich das gerne machen würde. Dann hat mir nach kurzer Zeit doch was Extremes in meinem Leben gefehlt. Und dann habe ich einen Motorradführerschein gemacht, habe mir ein Motorrad gekauft und dann ging das halt los auf der Straße. Das Ganze fand ich dann eine Saison ganz interessant und dann bin ich durch die Jungs vom MSC Dünn dann mal in Richtung Rennstrecke gekommen. Dann haben wir das Ganze umgebaut und da bin ich jetzt gelandet. Und du bist nicht der Erste in der Familie, die das Motorradfahren sozusagen für sich entdeckt hat, sondern auch einen Onkel von dir, ne? Ja, genau. Mein Onkel war beim Yamaha Cup Vize-Weltmeister gewesen. Also liegt schon so ein bisschen in der Familie. Ich durfte es halt nie, ne? Weil die Eltern natürlich immer sagten, nee, Mädchen hat im Motorsport nichts zu suchen. Und dann habe ich meinen Weg alleine gemacht. Ja, und wie ist das als Frau, Motorradfahren, Motorradsport auszuüben? Man ist sehr alleine, doch. Man hat wenig Kolleginnen dann dabei. Aber man hat dann auch die Jungs, die natürlich sehr hilfsbereit zur Seite stehen. Und deswegen bin ich eigentlich ganz glücklich, wo ich gelandet bin bei Dannhoff Motorsport. Wird von einer Frau geleitet. Ich habe auch eine Trainerin und fühle mich da sehr gut aufgehoben, ja. Und was für Zielsetzungen gibst du dir im Sport? Zielsetzungen auf jeden Fall den Cup gewinnen. Und als Frau so ein kleines Zeichen zu setzen, dass es geht, dass man es kann und dass man da keine Scheu vorhaben sollte.
den Sport so auszuleben. Ja, dann wünsche ich dir weiterhin toi toi toi. Dankeschön. Also Motorradfahren auch ein Thema neben Autos und Karts. Wie wichtig ist das bei euch? Also Motorradfahren, zum Beispiel der MSC Dünn hat ja vorhin ein paar Ehrennadeln für verdiente Mitglieder verteilt. Da sage ich immer, was sagt er, dass er Motorrad drauf? Ja, sagt er, damit haben wir angefangen, 54, weil natürlich 54 konnte sich nicht jeder ein Auto leisten, fing es mit Motorrädern an. Heute hat das Motorrad einen ganz anderen Stellenwert, einfach Freizeit, Fun und Abenteuer. Und wir hatten zum Beispiel letztes Jahr die Natascha hier, die mit ihren Mädels Fitness gemacht hat und so weiter. Und der Freund ist einfach Rennfahrer auf dem Motorrad. Und da haben wir gesagt, ja, die nehmen wir die mal mit auf. Was mich gewundert hat, ist, dass so viele, auch ältere Hasen, gesagt haben, boah, was sind das für geile Karren. Also sie haben sich auch wirklich nicht nur für die Autos interessiert, die sie selber fahren, sondern auch für den Motorsport bei den Krafträdern. Und da sieht man ganz einfach, der Motorsport ist wirklich eine ganz große Familie. Egal, vier Räder, zwei Räder, ganz egal. Und das ist ja, glaube ich, das Interessante daran, ne? Motorsport, dass die Mischung, glaube ich, macht's, ne? Und die Möglichkeiten, die es da gibt. Das sind die Vielfältigkeiten, die auch im MSC Dünn ja angeboten werden. Viele fahren auch hobbymäßig Motorrad, aber wir haben auch ganz viele Kartfahrer, die dann aufgestiegen sind in die Rennautos. Und viele derer, die heute auch schon dann teilweise 25 Jahre im MSC Dünn sind, sind erwachsen aus dieser Kartgeschichte. Ja, dann danke ich euch beiden für dieses Gespräch. Also Motorsport-Frühstück hier bei Peter Sterz. Es ist noch viel los und wir gehen mal ins Getümmel und schauen uns noch ein bisschen weiter um.